Ja, ich weiß es letztendlich nicht genau. Ich meine, es gibt ja von Hoffmann dieses Paper, wo die vor ein paar Jahren die Ciel-Datenbank ausgewertet haben und ja festgestellt, dass insbesondere bei den weit fortgeschrittenen Nierenkarzinomen sogar die Überlebenszahlen gesunden sind. Das geht auf ihr Argument mit der Radikalität. Und da wurde gesagt, möglicherweise machen wir eben eine Unterbehandlung, weil wir eben so wenig radikal sein wollen von den fortgeschrittenen Tumoren. Eben Sprichwort Organehalt, ob wir nicht zu viele in Organehalt stecken und die wir dann eigentlich durch eine Laryngektomie zum Beispiel gerettet hätten bei einem fortgeschrittenen Larynx-Befallungstumor. Und tatsächlich ist es sehr viel propagiert worden Richtung Organehalt. Aber natürlich, wenn man genau hinguckt, bei den ganz fortgeschrittenen Tumoren gibt es eigentlich da nicht die Datenlage, nämlich tatsächlich mit Knorpeldurchbruch und so weiter. Das geben eben die Forestier-Daten und die anderen Studien ja alles gar nicht her, aber trotzdem wird überall propagiert. Das liegt natürlich auch an der Arbeit der Radio-Onkologen und an der Radiotherapeuten an der Front, dass das propagiert wird und dass möglicherweise da eine Unterbehandlung tatsächlich ist. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wenn man einen Patienten radikal operiert, jetzt in diesem Fall bei einem fortgeschrittenen Laryngeskarzinom mit einer Laryngektomie, dann haben wir vielleicht früher häufig einige dabei gehabt, die überbehandelt worden sind, weil das sind T2-Tumoren sind laryngektomiert worden. Aber letztendlich, ich meine, Sie kennen die Patienten auch aus der Nachsorge, wenn man da die Lebensqualität dieser Patienten untersucht, dann ist die ja nicht schlecht. Ja. Weil die haben alle nicht diese Spätmorbidität mit Schluck und ich weiß nicht, was für Störungen. Also das ist schwierig, schwierig zu beantworten. Also ich bin ja immer jemand, jetzt auch beim Thema HPV, natürlich ist das ein spannendes Thema. Aber man darf nicht vergessen, es ist so ein kleiner Teil unserer Tumoren. Also einmal haben wir die Situation, es betrifft sowieso nur die oralen Tumoren. Wir haben eine ganze Menge als Oraltumoren. Und die Datenlage ist zwar dünn, aber in Deutschland spielt es ja scheinbar nicht so eine große Rolle wie in bestimmten Bereichen der USA oder wie zum Beispiel in Indien, wo wir einen wesentlich höheren HPV-positiven Rat haben als scheinbar in Deutschland. Bei uns sind es weiterhin die klassischen Risikofaktoren. Und deswegen sage ich, Leute, ihr müsst euch auch mehr mit den klassischen Risikofaktoren beschäftigen. Und da sind wir wieder bei der Vorbeugung. Ja? Vorbeugung und Früherkennung. Und da haben wir uns ja überhaupt nicht bewegt. Wir haben nichts an Früherkennung, wir haben nichts Vernünftiges an Früherkennung entwickelt, wir haben keine Konzepte für mögliche Risikogruppen. Wir haben da nichts etabliert. Also das wäre für mich ein Ansatz. Mir wäre es interessanter, nicht was Neues zu entwickeln, um einen fortgeschrittenen Tumor zu behandeln, sondern für mich wäre es interessanter, dass wir mehr dahin kommen, die Tumoren früher zu erkennen. Oder dass sie erst gar nicht entstehen. Das ist, und wir haben, das ist eben ja kein schicksalshafter Tumor, sondern wir haben klare Risikofaktoren, also da könnte man dran arbeiten. Ist natürlich ein schwieriges Thema, aber das ist für mich das, was man verfolgen müsste. Ja. Wir haben es noch nicht mal in der Sekundärprophylaxe. Ja. Es ist so, dass, guckt man sich die S3-Leitlinie zum Bronchialkarzinom anguckt, steht ganz da drin, Patient mit Bronchialkarzinom, der muss auch darüber aufgeklärt werden und der muss in ein Raucherentwöhnungsprogramm, steht da drin. Für uns steht das nirgendwo, obwohl es banal ist und wir an der Front machen wir relativ wenig Arbeit, auch relativ wenig Lobbyarbeit. Dass wir haben im Moment in dieser Situation, dass es nicht finanziert wird von Krankenkassen, dass wir uns mal mehr in diese Richtung bewegen. Das sind ganz einfache Dinge Ja, in das meinen ist die Augen. beste Krebstherapie. Ja. Und da läuft immer relativ wenig. Und ich setze sehr viel, da arbeiten wir auch bei uns dran, das Thema Früher und Früherkennung und auch bessere, was ja für uns als chirurgisch tätige Kollegen wichtig ist, Tumorand erkennen. Wir haben ja noch das Problem, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, eben durch die Risikofaktoren. Wir haben ja nicht nur den Tumor, sondern wir haben ein karzinogenes Feld. Und die Radikalität bedeutet ja nicht nur Ausdehnung, Radikalität bedeutet ja auch, wie gut kann ich die Tumorgrenze genau radikal operieren. Und da setze ich eben sehr viel auf neuere optische Verfahren, dass wir in Zukunft besser in der Lage sind, auch Tumorgrenzen zu erkennen und eben von Vorläuferstufen in so einem karzinogenen Feld zu unterscheiden und eben auch bei dem typischen Patienten, der eben fortgesetzten Noxen ausgesetzt ist, auch in der Lage sind, in diesem, ist das jetzt nur eine Entzündung oder ist das schon Tumor, dass wir eben früher in der Lage sind, dann Tumor zu erkennen. Das wären die Dinge, die ich sehe, wo wir mehr dran machen können.